Herzlich willkommen zur Sommersondersendung Folge 11 von CC2TV. Nur mal ganz kurz für die, die hier reingerutscht sind. Es gab vergangenes Jahr schon 6 Sendungen, dieses Jahr 6, die Nummer 11 ist also die 5. in 2019. Weil im Sommer kein Programm gemacht wird, gibt es Rückblicke auf alte Sendungen. Wir sind im Jahr 2092, 93 in den WDR Computerclubs und schauen uns mal an, wie damals die Entwicklungen waren, was es Neues gab. Es war eine Zeit, da gab es viel öfter mehr Neues, als es heute der Fall ist. Und da gab es zum Beispiel auch Entwicklungen im Telefonnetz. Heute sprechen wir von 5G oder von 4G und 3G denkt schon keiner mehr richtig darüber nach. Aber damals war es im Grunde genommen das D-Netz, was neu kam. Wir hatten das B-Netz, ein analoges Telefonnetz mit diesen schweren Briketts. Und das D-Netz, das waren am Anfang auch solche Briketts. Und was wir im C-Netz konnten, ein Modem anschließen an unsere mobilen Telefone oder ein Faxgerät anschließen, habe ich mir alles ins Auto eingebaut. Das ging im D-Netz nicht mehr. Das D-Netz als digitales Netz, das erste digitale Netz überhaupt, was wir hatten, und da war das nicht mehr möglich. Das war einfach nicht vorgesehen, wo die Probleme lagen und was man da machte. Ich zeige es Ihnen einfach mal. Man sieht immer häufiger Menschen über die Straße gehen, die ein Telefon bei sich haben und telefonieren. Diese Geräte sind nun gar keine Besonderheit mehr. Man kann sie überall kaufen, sind relativ preiswert geworden. Was man mit diesen alten Geräten, in Anführungszeichen, mit den C-Netzgeräten kann, nämlich über eine Schnittstelle, die da unten angeschlossen wird, ein Modem anzuschließen, um Computerdaten zu übertragen oder ein Telefaxgerät anzuschließen, ist mit den neuen Geräten, die neue Generation, die D-Netzgeräte, noch nicht möglich. Nun, woran liegt das? Diese Geräte arbeiten digital nach dem GSM-Standard. Man sollte meinen, wenn sie digital arbeiten, können sie auch digitale Daten übertragen. Aber das ist nicht so, denn es wird bei diesen D-Netz-Geräten die Übertragung der Daten normal verstümmelt, weil die Sprache reduziert wird. Man nimmt aus der Sprache das heraus, was wir sowieso nicht hören, und dadurch wird der Datenbestand wesentlich kleiner gemacht, wesentlich reduziert. Und das kann man bei digitalen Daten natürlich nicht machen, denn stellen Sie sich vor, Sie übertragen irgendeine Rechnung und dann fehlt plötzlich der Name oder der Preis oder sonst etwas. Das geht nicht. Deswegen muss bei diesen Endgeräten etwas geändert werden. Die müssen umschaltbar sein, dass man keine Datenreduktion mehr macht. Das bedeutet aber, dass wir eine andere Telekarte haben müssen, eine andere Rufnummer. Obwohl wir die Daten irgendwann mit dem gleichen Gerät übertragen können, werden wir irgendwann hier eine zweite, eine dritte oder gar eine vierte Rufnummer drauf haben. Und das bedeutet wiederum, dass es mehr kostet. Irgendwann heißt Ende des Jahres. Im Prinzip funktioniert dieser Dienst im Netz schon, allerdings wird er durch die Endgeräte noch gebremst. Eine Versuchsstation, die uns das zeigt, haben wir hier am Stand, nämlich dieses große Gerät. Das ist eigentlich ein Messgerät, mit dem man Fehler, die bei der Übertragung auftreten. Ja, gut, das brauchen wir uns jetzt nicht ansehen. Aber Sie haben es gehört, es ist wirklich ein Problem. Dadurch, dass man digital arbeitet und dass digital die Möglichkeit bietet, dass man diese übertragenen Daten komprimieren kann, werden natürlich bei der Komprimierung auch reduziert. Das heißt, es würden Daten verschwinden aus dem normalen Sprachereignis, aus der Sprache, die übertragen wird. Es ist kein Problem. Da wird es so geschickt gemacht, dass beim Empfänger alles wieder ankommt, so als sei alles vorhanden. Aber bei Daten geht es nicht ganz so einfach. Und deswegen mussten diese Teile einen speziellen Modus haben, dass sie eben die Daten nicht reduzieren. Ist schon irre, was so Fortschritte alles mit sich bringen. Ja, und dann haben Sie gehört, man muss dann für jeden Dienst eine eigene Rufnummer darauf haben. Stellen Sie sich mal vor, mit Ihrem Telefon, mit Ihrem Android oder iPhone und Sie wollen dort ins Internet oder sonst was, müssen für jedes eine eigene Rufnummer haben, für jedes eigene Grundgebühr haben. So war es mal am Anfang. Ja, wir hatten natürlich auch eine andere Entwicklung. Ab 86 so etwa ging der Laserdrucker in die Breite. Da fielen die Preise auf unter 10.000 Euro. War schon eine Sensation für einen DIN A4 Laserdrucker. Aber an Farbe war noch nicht zu denken. Und da gab es aber andere Technologien,
Nur was die gekostet haben und wie man damals darüber gedacht hat, das möchte ich Ihnen auch mal zeigen. Dazu gehen wir mal auf das nächste Video und hören uns da rein. Und dieses Gerät hier, der wirklich nur fotorealistische Bilder herstellt? Dieses Gerät ist ab etwa 20.000 Mark zu haben. Und 20, ich meine, so groß ist der Unterschied nicht. Die Folgekosten sind viel höher. Aber hiermit ist man ja durchaus in der Lage, Prospekte selbst zu erstellen. Das wäre ein denkbarer Anwendungsbereich. Wenn man also kleine Sachen in hoher Qualität hat. So, die also Kleinstauflagen, das ist Kleinst, richtig. Ja. Die Qualität der Geräte ist, glaube ich, irgendwo schon fast am Endpunkt angelangt. Wie sieht es mit der Technik und mit dem Preis aus? Sehen Sie da in den nächsten Jahren noch deutliche Preiserniedrigungen, Ermäßigungen? Nein. Eigentlich nicht unbedingt. Man muss dazu wissen, dass noch vor 2 Jahren für diese Gerätetechnologie etwa 150.000 Mark zu zahlen waren. Vor einem Jahr lagen die Preise etwa noch bei 50.000, 60.000 Mark. Die Technologie hier ist sehr viel aufwendiger wie beim Thermotransferdrucker. Und also ich denke mal, 20.000 Mark, das ist schon sehr, sehr nah am Limit. Da wird sich nicht so viel tun in nächster Zeit. Beide. 20.000 Mark muss man sich überlegen, nur um in Farbe zu Hause oder im Büro drucken zu können. Es hat sich doch eine ganze Menge geändert und das liegt wohl auch daran, es gibt andere Technologien. Es sind mittlerweile ja auch Verfahren, die in diese Drucker Einzug gehalten haben, mit denen es möglich ist, preiswerter zu produzieren. Denn hier hat noch eine Druckseite so ungefähr 1,60 Mark gekostet. Bei manchen Verfahren sogar bis zu 4,50 Mark, gar nicht mehr denkbar heute. Die Entwicklung ist in den meisten Fällen positiv verlaufen für unsere Brieftasche, für unser Portemonnaie. Aber es gab damals auch schon Blüten, die waren erstaunlich. Ein Modem. Wissen Sie, was das ist? Naja gut, das ist erstmal ein Kunstwort aus Modulator, Demodulator. Damit wurden Daten aus dem Computer umgewandelt in Töne, damit man sie per Telefonnetz irgendwo hinschicken konnte. Denn damals hatten wir ja noch kein digitales Netz, es fing zwar an, sondern man musste also so ein Trilleli über das Telefonnetz schicken. Und diese Umwandlung hat das Modem gemacht, hin und natürlich auch wieder zurück. So, und wie das immer so war, mussten wir für diese Geräte, ich habe mal hier so ein altes mitgebracht, das ist noch ein relativ neues, kann man sagen, es gab noch viel größere und ältere, so sahen die aus, die mussten eine Zulassung haben von der Deutschen Bundespost. Und nur, wenn die da hinten ihr Papa drauf hatten mit ihrem Adler und ihrer Kennnummer und so weiter, nur dann durfte man die an das öffentliche Telefonnetz anschließen. Sonst wäre es eine Straftat gewesen. Ja, so. Ja, jetzt kauft man sich so ein Ding. Und dann, ohne dass man irgendetwas mitbekommt, entzieht die Bundespost nachträglich dem Hersteller die Zulassung. Die kommt nicht zu jedem nach Hause und kratzt das Papperl ab. Nein, nein. Sondern das wird man einfach so per Order de Mufti fertig. Keiner weiß das, keiner bekommt das mit, außer den Fachleuten. Und dann kommt es zu so merkwürdigen Sachen. Da hat uns ein Zuschauer angeschrieben, bei dem sind Hausdurchsuchungen gemacht worden, Beschlagnahmungen und so weiter und so weiter. Wir waren in Bocklemünd, in der Außenstelle vom WDR, haben öfter dort produziert. Wenn das Wetter schön war, im Sommer war es natürlich auch toll. Und da habe ich einen Kollegen, Journalisten, eingeladen. Mit dem habe ich mal über diese Thematik gesprochen. Vielleicht können Sie heraushören, wie bescheuert damals die Post war. Das war natürlich der verkehrte Beitrag, aber das passiert auch den Profis. Nehmen wir den richtigen. Und Sie haben sich auch mit dieser Thematik befasst, das heißt, Sie wissen, worum es geht. Ja. Meine Frage ist, wieso gibt es denn solche merkwürdigen Gesetze, wenn jemand, der etwas Legitimes kauft, etwas Zugelassenes, wenn nachhinein diese Sache aberkannt wird, das heißt, die Möglichkeit, es offiziell zu betreiben, wieso kann man denn dann dafür bestraft werden? Das Ganze ist so, im Nachhinein hat die Bundeszentrale, die zentrale Bundesprüfstelle für dieses Modem festgestellt, dass das Modem angeblich nicht mehr verkehrstauglich wäre, hat die Zulassung verloren. Und dann beinhaltet der Begriff Offizialdelikt einfach die Strafverfolgungspflicht seitens der Staatsanwaltschaft. Also er kann gar nicht anders, er muss das verfolgen. Ja, gut, wenn er nicht anders kann, wenn er das muss, das sehe ich ja ein. Nur, wie ist es denn mit der Verhältnismäßigkeit? Es tut ja niemandem weh. Man nimmt niemandem etwas weg, die Bundespost wird nicht geschädigt, nicht betrogen, es passiert eigentlich gar nichts. Und Schaden zufügen dadurch, dass man jetzt mit einem solchen Gerät, welches zugelassen war und im Nachhinein wegen vielleicht Windigkeiten
wieder die Zulassung entzogen bekommen hat, passiert ja nun auch nichts im Netz der Bundespost. Wo ist denn dann Sinn dahinter? Ich würde eher den Sinn sehen, dass man aufpasst, dass keine Handtaschen mehr geklaut werden und keine Häuser angesteckt werden. Was ist das für ein Unsinn, den man hier das macht? Das ist vollkommen richtig, aber genau das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja? Praxis heißt ja wirklich, die Modems schädigen niemand. Man kann nur vermuten, dass hier im Hintergrund andere Prozesse ablaufen, dass vielleicht sogar die Staatsanwaltschaft, die sich auf die Pflicht rausredet, sich zum Erfüllungsgehilfen macht eines etablierten Marktes, speziell in diesem Modemfall. Ja. Es ist einfach so, man kommt nicht daran vorbei, die Rechtslage ist so, es darf nur ans Netz, was diesen Bundesprüfstempel trägt und alles andere ist illegal. Und die Staatsanwälte gehen so vor. Es ist Recht und Gesetz. Recht und Gesetz. Es ist Hohn und zum Lachen, muss man sagen. Im Nachhinein hat sich dann in vielen Gesprächen herauskristallisiert, dass hier sicherlich ein Konkurrent da war, und da war die Post nicht unbeteiligt, der diese Geräte ja selbst auf den Markt gebracht hat und einem anderen Konkurrenten irgendwas ans Bein gebunden hat. Die haben das prüfen lassen bei einer anderen Prüfstelle, gegen Geld natürlich, Fehler festgestellt und das wurde dann wiederum der Prüfstelle der Bundespost gemeldet und die hat daraufhin nochmal gemessen und plötzlich hat sie anders gemessen als vorher und der Gelackmaler ist der Kunde, der konnte sein Ding wegwerfen. Also es gab schon mächtig blöde Sachen damals. Heute, naja, wer braucht noch ein Modem? Wer trällert noch analog über die Telefonleitung? Keiner mehr. Würde ich einfach mal behaupten. Ja, es gab ganz viele Dinge, die ich so im Laufe der Zeit erlebt habe. Und der Redakteur vom Südwestfunk, ein Kollege, der hat mich mal angerufen und hat gesagt, du Wolfgang, Herr Rost war das, du Wolfgang, hör mal, ich habe da gehört von jemandem aus Konstanz am Bodensee, der hätte einen Prozessor entwickelt und das ist eine deutsche Entwicklung. Habe ich gesagt, okay, Peter, ich gucke mir das mal an und dann reden wir drüber. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin auf Otto Müller gestoßen. Otto Müller, eins der Genies, die ich im Leben kennengelernt habe, eins der großen Genies. Otto Müller, ein Eigenbrötler, er hatte eine Firma, ja, aber alles kam aus seinem Kopf. Und der war gern zu einem Gespräch und einem Beitrag bereit. Und nachdem das dann ein bisschen in die Breite gegangen ist, hat auch mein Kollege vom WDR gesagt, du hör mal, wir müssen da auch was machen. Da habe ich gesagt, na gut, wir fahren nochmal zu Otto Müller und sehen uns das da an. Und schauen Sie mal, wie Otto Müller gearbeitet hat. Nicht mit einem Cut-System, mit großartigen Sachen. Er hat Handaufzeichnungen gemacht. Und das Genialste, ich habe dann zu ihm gesagt, Herr Müller, Sie haben hier alles so handschriftliche Aufzeichnungen. Wie haben Sie denn Ihre Prozessoren entwickelt? Alles hier auf dem Papier? Da hat er gesagt, nein, dafür brauche ich kein Papier. Ich stehe morgens um 4, um 5 auf, wenn die Sonne aufgegangen ist, und dann gehe ich am Bodensee spazieren. Und dann überlege ich mir das. Wie kann ich das machen? Wie geht das? Er sagt, die ganzen Prozessoren, die ganzen Strukturen, sind bei mir im Kopf entstanden. Aber was das Geniale daran ist, das sollten wir selbst mal reinhören. Das hat er nämlich auch gesagt und erklärt, was er anders macht, warum sein Prozessor besser ist. Der ganze Packen stellt an für sich die komplette Dokumentation des Halberstuhls dar. Die Anzahl der Transistorfunktionen auf diesem E1-Chip, sind 85.000. Ja. 85.000 Transistorfunktionen für diese Leistung, 40 MIPS bei 40 MHz, ist extrem wenig. Warum können Sie einen Chip mit so wenigen Transistoren als Funktion aufbauen, wenn man bei anderen Chips viel, viel mehr Millionen von Transistorfunktionen braucht? Wir haben uns zunächst einmal überlegt, wie die logischen Grundfunktionen aussehen müssen, also um bestimmte Funktionen für den Halberstundenchip eben optimal darzustellen. Und diese Grundfunktionen, Standardzell, Library ist auch zum Teil dazu, diese Grundfunktionen, die wir hier verwenden, sind ungefähr die Hälfte gleich wie die anderen Firmen auch, aber die andere Hälfte sind Spezialfunktionen, die eben da speziell
für diesen Chip gemacht sind. Und wir haben ein paar andere Grundsätze gefunden, wie man eben Standardzellen speziell maßschneidern soll, um eben da kürzeste Schaltzeiten rauszuholen und die kleinste Transistoranzahl zu erreichen. Das heißt also, er hat andere Prinzipien gefunden und zugrunde gelegt seiner Entwicklung. Hyperstone ist niemals in Rechner hineingekommen. Es gibt ja viele traurige, böse Geschichten. Auch Firmen wie Siemens hängen mit da dran, die ihn ausgehungert haben, letztendlich hingehalten haben. Aber auch andere Firmen. Seine Hyperstone-Prozessoren sind in der Hauptsache in der Technik irgendwo in Geräten verschwunden, in Spielgeräten und ähnlichen Sachen. Und ein Ansatz, eine Technologie, die heute wahrscheinlich Intel und AMD anders aussehen lassen würde, wenn man diese Ansätze von ihnen konsequent weiterverfolgt hat. Also nicht massiv aufgerüstet hätte mit Funktionen, mit Transistorfunktionen und ähnlichen Sachen, sondern mehr auf Verstand gesetzt hätte. Verstand ist das, was Otto Müller mehr als genug hat. Er konnte gar nicht so schnell reden, wie er denken konnte. Es war und es ist für mich immer noch ein Genie. Ja, und dann, es gibt immer Reaktionen auf unsere Sendung. Wir haben ja vorhin gesehen, in Bocklemünd zum Beispiel, als ich mit dem Kollegen da gesprochen habe, wegen dieser Modem-Geschichte, da hatten wir auch zwei andere Kollegen dabei, die Zuschauerreaktionen per BTX empfangen haben. Und dann haben wir so einige dieser Reaktionen da herausgenommen und sie auch vorgelesen. Eine davon ist mir aufgefallen, die fand ich ganz gut. Die wollte ich Ihnen nochmal nach 25 Jahren zu Gehör bringen. Dann eine Reaktion auf den Herrn Müller von dem Hyperstone mit dem Interview mit Herrn Müller. Decken Sie auf, welche Fachidioten in der Führungsetage der deutschen Computerindustrie sitzen, die jegliches Führungspotenzial Deutschlands unterdrücken. Diese Nachricht kommt aus Kaiserslautern. Also die Zuschauer waren wirklich bei den, das waren ja alles Live-Sendungen, die wir damals gemacht haben, bei diesen Sendungen dabei und die haben direkt reagiert und die haben damals verstanden, worum es ging. Der Beitrag von Otto Müller ist wesentlich länger, wesentlich komplexer, wesentlich komplizierter. Aber es war damals ein anderes Publikum. Es wurde nicht konsumiert, um der Masse wegen, sondern man hat wirklich gezielt Informationen gesucht, sie versucht zu verstehen und nachzuarbeiten. Das waren so typische Reaktionen aus der Zuschauerschaft. Ja, so langsam gehen mir nicht die Themen aus. Nein. Die Themen, da gäbe es ja nun wirklich noch genug, um darüber zu sprechen. Aber so langsam möchte ich mal wieder raus in den Sonnenschein, an den Sonnenschein. Es soll für heute genug gewesen sein. Ich mache das, was ich am Ende der Sommersondersendungen immer mache. Ich will ja nicht auf den Shop vom CC2 hinweisen, an dem wir ein paar Prozente verdienen. Der gehört ja nicht dem CC2, sondern das ist ja der Thomas Ritter, der den betreibt und verantwortet. Und weil ich nicht darauf hinweisen will, setze ich eben meine Mütze auf, die ich da gekauft habe. Ja, ich kaufe meine Sachen im Shop. Ich bekomme sie nicht geschenkt, warum auch. Ich kann ja nicht, dann könnte ich Thomas Ritter gleich sagen, du schenk mir mal ein bisschen Geld oder sowas. Nein, das machen wir alles ehrlich und sauber. Und jetzt kann ich mit meiner Mütze gut beschirmt und behütet und mit meiner Sonnenbrille wieder rausgehen, Urlaub machen. Das sollten Sie auch machen. Zumindest bis nächste Woche, wenn das nächste Erklärstück kommt. Oder bis in 2 Wochen. Dann kommt die letzte Sommersondersendung 2019. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die leider auch nicht in der Welt geblieben sind. Nur reingesetzt worden. Was suche ich mir für ein Bitte aus? Ja, das, was ich gesagt habe. Und zwar genau das ist das, was ich jetzt mache. Ich begebe mich jetzt nach draußen in den Sonnenschein, tue immer den Daumen nach oben am Ende, immer ein Bit übrig behalten. Im Forum können Sie lesen, was das bedeutet, wenn Sie die Suchfunktion nutzen und sage bis in 2 Wochen und tschüss.